Was unterscheidet einen gewöhnlichen Jane Austen-Fan? Ach, Janie, es ist ja noch viel schlimmer geworden. Von einem wahren Kenner. Daran, wie häufig man Jane Austens Romane gelesen hat? Oder an der alles verzehrenden Liebe zu Mr. Darcy? Hör auf damit, das ist das Beste. Unglaublich. Sie findet den Weg hierher. Zu dem weltweit einzigen, immersiven Austen-Erlebnis. Du willst also auch zu diesem Darcy-Ort? Ja, mit 13 habe ich 3 Kapitel von Stolz und Vorurteil auswendig gelernt. Was ist das denn? Willkommen in der Regency-Ära. Sieh dir die an. Ich erwarte von meinen Gästen, auf alles Neumodische zu verzichten. Darf ich vorstellen, Miss Jane Erstwhile, eine Waise ohne Vermögen? Oh. Sie haben nur für das Kupferbasispaket bezahlt. Du wohnst hier im Gesindeflügel, du wurdest in den schaurigen Turm gesteckt. Ich ärgere mich so, dass mein ganzes Geld weg ist. Oh, sieh dir das an. Da sitzt einer von den Mr. Darcy-Jungs. Ich hörte, dass ein Ball stattfinden wird. Sind Sie ein leidenschaftlicher Tänzer? Das kann man nicht sagen. Soweit ich weiß, haben Sie eher Unglück in der Liebe gehabt. Ich bin Single, weil offenbar die einzig guten Männer nur in der Literatur vorkommen. Was haltet ihr von dieser Jane? Ich finde sie seltsam. You try to catch her eye. Daddy, hau auf, dem Tagesprogramm steht eine Jagd zu Pferde. Ich bin eine Katastrophe, oder? Ab sofort werde ich meine Geschichte selbst in die Hand nehmen. Eine Austen-Heldin ist am Ende eines jeden Buches verlobt. Und das setze ich in die Tat um. Ich mag dich wirklich sehr. Oh, wenn du hier weg willst. Miss Erstwhile?